Hallo und WB und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Mod Mania. Heute wieder mal alleine, aber nur heute. Der Baum ist auch immer größer, kann das sein? Egal. Ja, was wir heute machen, ist unsere Kirche weiterbauen. Deswegen dachte ich mir, hey, wenn ich sowieso nur die Kirche weiterbaue, dann hat es ja gar keinen Sinn, wenn ich mir jemanden dabei hole. Habe ich überhaupt noch genug Stein? Ja. Kann man anbieten. Kann man anbieten. Letztes Mal ist mir der Server ein bisschen abgeschmiert. Ja, kurz nach der Aufnahme ist er abgeschmiert. War ziemlich deprimierend. Aber hey. Ja, scheiße. Wie arbeite ich denn jetzt hier? Ah, das ist noch ein Verbleibsel von unserem guten alten Scout, der uns Erde zugeschickt hat. Ja, und dann arbeiten wir doch mal hier weiter. Was ist das überhaupt? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, das gebaut zu haben. Meine Güte. Ah, hier soll wahrscheinlich der nächste Turm entstehen. Okay. Machen wir das denn am besten? Eigentlich, warte mal. Muss das hier so zu, ne? Ja, es zwar, sieht mir nicht auch einen richtigen Kreis aus. Aber hey, oder können wir da draußen noch einen richtigen Kreis machen, wenn wir nach oben hinzugehen? Das ist die Frage. Ich glaube nicht. So, machen wir mal. Wenn wir dann so machen und so. So. Warte mal, wie habe ich das denn jetzt gemacht? Ja, mache ich so. Und weiterhin so. Und so. Hopp, 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 hopp. Sieht dann auch noch ein bisschen mehr kreisig aus. Ich konnte mal Kreise machen, aber ich habe das extrem verlernt, deswegen... Der Turm soll ja auch nicht kreisig werden. Das Wichtigste ist, dass wir den auf dieselbe Höhe ziehen wie das da. Wofür unsere Materialien sowieso nicht reichen, das kann ich euch jetzt schon sagen. So, gucken wir erstmal, ob wir überhaupt... Ja, siehst du, mein erster Stack ist schon leer. Und mein erster Fehler ist auch schon gemacht. Ich meine, was soll ich sonst machen außer Fehler? Wenn ich überhaupt Fehler mache, mache ich ständig Fehler. Ja, was kann ich denn mal erzählen? Guckt, wer von euch Fairy Tail? Fairy Tail wird abgesetzt. Also es geht dann erst... Die letzte Folge kam am Samstag. Und weiter geht's jetzt erst in einem Jahr oder so. Weil der Anime wieder zu nah am Manga dran ist. Was ich überhaupt nicht verstehen kann. Da macht man eine Monatpause, aber kein ganzes Jahr. Finde ich schon wieder richtig asozial, dass die sich so denken, ja, machen wir halt ein ganzes Jahr Pause. Stört die doch sowieso nicht. Ja, yeah, stört uns sowieso nicht. Finde ich nicht nett. Ich meine, hallo? Was soll das? Fans, die die Serie gerne gucken? Finde ich nicht gut, weil ich habe zum Beispiel samstags, also ich gucke das immer montagmorgens. Quasi samstags habe ich sowieso keine Zeit, Animes zu gucken, aber so montagmorgens, kurz vor der Schule, setze ich mich hin, um zu entspannen, gucke ich mir ein paar Animes an. Darunter sind dann Detektiv Conan, bin ich aktuell, ist glaube ich 694, nagel mich nicht drauf fest, aber 694 oder so. Und ja, das gucke ich mir an, dann gucke ich mir Fairy Tail an, bin ich immer so voll nice und danach noch, hier, kommt schon, mir liegt auf der Zunge, One Piece, genau. Die drei gucke ich mir dann montagmorgens an und jetzt haben die damit mir meinen Montagmorgen versaut. Denn rein rechnerisch habe ich jetzt nur noch wenigere Tage. Ach du Scheiße. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen zumachen. Einmal so. Ja, also habe ich jetzt nur noch zwei Animes. Das heißt, ich muss mir noch einen anderen Anime suchen, den ich montagsmorgens gucken kann. Weil sonst habe ich nichts zu tun. Also es macht mir auch immer voll viel Spaß, dann montags morgens Animes zu gucken.
Aber ich finde es trotzdem nicht gut, dass sie es abgesetzt haben. Also sie haben es ja im Prinzip nicht richtig abgesetzt, sondern mehr oder weniger. Ja, wie nennt man das? Verschoben? Ja, und jetzt habe ich keine, keine Steine mehr. Ich hasse es, ne? Ich meine, damals, im alten Let's Play, hätte ich eine ganze Kiste voller Steine gehabt. Hier kann man dann sowas wie... Ich weiß nicht. Zur Not kann man das aufreißen, weil man sieht das ja dann ewieso nur von außen. Oder macht das so zu? Ich weiß es noch nicht, wie ich das überwiegend gestalten werde. Aber was wir machen können, ist uns Glas besorgen. Erstmal gucken, ob wir noch irgendwo Glas haben. Sollte das nicht der Fall sein, gehen wir uns Glas besorgen. Das sollte ja nicht so... So, hier schon mal kein Glas. Hier sind nur gebackene Aprikokos, Zucker, Eisenbarren, Eichenholzbretter, Papier, Kohle. Ach, die schläft schon. Lehm. Ne, hier ist auch kein Glas. Hier oben vielleicht. Was ist das hier? Ist einfach eine Lücke. Was ist das? Wieso habe ich 19 Endstein? Ich war noch gar nicht im End. Ach so. Wahrscheinlich irgendwo gemoppert. Als ich rumgelaufen bin. Hier drinnen vielleicht Gras? Glas. Mann, ich bin mir eigentlich sicher, dass ich Glas hatte. Erstmal schlafen gehen, bevor Monster spawnen. Nicht wahr, Stefanie? Scouchy, der Priester, ist auch noch da. Hä? Habe ich wirklich kein Glas? Oder sehe ich das jetzt nur wieder nicht? Leute, wenn ihr Glas gesehen habt, sagt mir Bescheid. Dann bin ich nämlich dumm. Ich habe auch gerade keine Ahnung, wie das Glas hier aussieht. Was ist das? Hier sind zum Beispiel Glasscheiben. 10 Stück. Und mit 10 Glasscheiben kommen wir nicht weit. Aber wie sieht denn das richtige Glas aus? Nein. Ja, scheinbar habe ich nur 10 Glasscheiben. Dann, wenn das so ist, habe ich eine Schaufel? Natürlich nicht. Aber das dürfte kein Problem sein, so viel Eisen, wie ich habe. Ja, komm, nehmen wir erstmal hier die ganzen Scheiße. So. So und so. Und eine Schaufel. Und jetzt gehen wir Sand abbauen. Ich baue eigentlich nicht gerne Sand von unserem Strand ab. Weil der ist eigentlich relativ schön, aber... Ah, hier oben kann man Sand abbauen, hier zum Beispiel. Ich brauche ja auch nicht so viel. Weil so viele Fenster hat meine Kirche nicht. Okay, diese Reihe ist eigentlich schon recht okay. Dann hat man nämlich hier noch eine allgemeine Sandlandschaft. Reicht ja auch vollkommen. Muss ja auch nicht hier, muss ja auch nicht gleich hoch sein, ne? Würde ich mal sagen. Hier ist auch sowieso schon wieder ein Loch. Hier der Sand ist sowieso überflüssig. Weil das ist ein bisschen zu viel. Nehmen wir den mit. Da hinten ist sogar noch Schnee. Was ganz unnötig ist. Aber theoretisch hätte ich hier noch genug Sand, den ich abbauen kann, ohne dass es dann unsandig aussieht. So, da den Block zum Beispiel. Was? Es ist zurück. Ich dachte, ich hätte es ausgelöscht, dieses Schneeding. Oh, hier sind... What the fuck? Hier sind Schafe. Wie geil. Ja, geil, ihr seid Schafe. Ja, euch hole ich mir. Oder ich mache hier irgendwo eine Ranch auf. Das ist auch ein cooler Baum, voll der Verkrüppelte. Ja, das ist mein kleiner Wald. Mein kleiner Wald hat sich extrem vergrößert. Ist doch cool. Aber jetzt geht das Abholzen nicht mehr so schnell. Ich versuche irgendwann wieder Timber mal reinzukriegen. Boah, unser Silberbaum. Der hat's drauf. Richtig gut. Ja, und die da stehen da oben drauf. Sind alle ziemlich guter Dinge. Ja, wir stehen da. Ja, die Wächter dieser Stadt stehen auf dem... momentan höchsten Punkt. Ja, machen wir uns jetzt was Glas. Weil Glas ist immer wichtig. Ja, sogar relativ viel, muss ich dazu sagen. So 2 Stück reichen.
Komm her, Samen. Samuel L. Jackson. Das hat bestimmt schon jemand mal gebracht, diesen Witz. Hier ist noch eine Eisenschaufel. Habe ich da nicht eben reingeguckt? Ja, das ist eine Eisenschaufel, ist mir doch egal. Ich mache mir trotzdem Eisen. Was haben wir denn hier noch? Samen. Ich suche gerade eine Spitzhacke. Eine Spitzhacke. Weizen. Meine Melodiegedudel gefällt mir mal wieder. Ich kenne das Ding jetzt gar nicht, diesen Song. Also eigentlich kenne ich den schon, den kennt man einfach. Hier habe ich noch 4 Wolle. Also an Holz mangelt es mir momentan nicht. Hätte ich mal die Kirche aus Holz gebaut. Dann hätte ein Blitz eingeschlagen, weil es der höchste Punkt ist, und dann hätte ich mich geärgert. Oh. Seit wann ist das denn so aufgeräumt? War bestimmt grau. Kann ich das mal hier hinlegen? Die Samen dazu tun. Die Samen dazu tun. Zuckerrohr dazu tun. Ja, man tut aber Samen nicht auf eine Höhe mit Zuckerrohr, weil Zuckerrohr schneller voll geht. Macht man das so und tut die Samen in ihre eigene Reihe. Skau, skau, skau. Jetzt müssen wir aber noch üben, das sortieren. Airshard habe ich hier auch noch. Die können auch noch hier rein. Und die 18 Eisenbahnen von mir aus auch. Boah. Ich habe einen Haufen Zeug hier drin, vor allem Schneebälle. Erstmal diese 10 Glas verarbeiten. 1, 2, 3, 4. Ich brauche 6 Stück, das heißt, es reicht nicht. Jetzt habe ich schon 26 Dinger, zumindest. Ich wette, ich habe noch irgendwo Glas. Was mir nicht so gut gefällt, ist das Glas in diesem Texturenpack. Hey, Moment. Ja doch. Ah, ist kritisch. Ich werde sowieso an den Texturenpacks rumschrauben. Also für die neue Version 1. Wir haben bald alle unsere Core-Mods. Es fehlt nur noch Tropicraft und dann kann ich updaten. Dann haben wir alle wichtigen Mods übernommen und können Spaß in der neuen Version haben. Das sah ja sogar schon fast besser aus mit der Erde da drinne. Da muss ich mir auch noch was einfallen lassen, um die Kreuze besser zur Geltung zu bringen. Ja, aber Glas ist schon besser als... Hier könnte ich noch so ein Holzkreuz hin machen. Was ist das da oben überhaupt? Wie komme ich denn auf die Idee, da Fenster hin zu machen? Ja, jetzt komme ich nicht weiter höher. Erstmal nach oben dingensen. Arbeiten. Alles Work hier. Work. Tipp, 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 tipp. Buntes Glas wäre nicht schlecht. Und so und so und so. Und dann so und so und so und so. Hopp, hopp. Ja. Komme ich jetzt hier runter lebend? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wieso macht es eigentlich den Sound von Türen, wenn ich nach unten gehe? Oder macht ihr die ganze Zeit Randal und geht rein und raus? Ihr Schlingel. Dö, dö, dam, da, da, dam, dam. Wie sieht's mit unserem Sand aus? Nachfüllen. 15 Sand. Einmal so, einmal so, einmal so, einmal so. Okay. Ein Chor hat eingesetzt. Der Chor möchte uns glücklich unterstützen, würde ich mal sagen. Da! Glas sieht man nämlich gar nicht. Ich habe bestimmt Glas. Bestimmt habe ich irgendwo Glas, wo ich das überhaupt nicht sehe. Muss ich aber mal wirklich nachgucken. Weil hier sind total viele Lücken. Hier würde es sich voll anbieten, dass hier irgendwo Glas versteckt wäre. Nein, hier ist auch kein Glas. Und hier? Nein, hier auch nicht. Ich hatte Hoffnungen.
Ich hatte echt Hoffnungen, dass hier irgendwo Glas ist. Egal. Ja! Genau. Ah, ich habe 53 Scheiben, da kann man noch mal eine kaputt machen. Einmal so. Ja, von innen ist die Kirche halt mehr holzig. Unsere liebe Kathedrale kommt endlich Fenster. Ist das nicht schön? Dann gehe ich mit Scout nächstes Mal wieder auf Erkundungstour, damit ich endlich wieder an Steine komme. Weil Steine sind ja das, was wir unbedingt brauchen. Ich meine, was sollen wir ohne die Steine machen? Einmal hopp, einmal hops. Einmal zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Und hier noch. Wenn das zu ist, kann man hier auch endlich Leute einziehen lassen. Unsere Priester wohnen ja bereits schon hier. Haben sich so gedacht, ja, ziehen wir direkt mal ein. Hier muss mal wieder sowas hin. Einmal so. Da gibt es einen großen Lag. Und da habe ich auch schon kein Dingens mehr gehabt. So. Das Riesenfenster hier ausarbeiten. Wenn überhaupt das Riesenfenster so riesig bleibt. Ich weiß ja nicht, ob ich dann auch provisorisch eine zweite Dingens einbaue, einen zweiten Stock. War sowieso so riesig. Der Prof hat seinen zweiten... ich meine, das Freudenhaus hat seinen zweiten Stock noch nicht bekommen. Die Kirche wird es wahrscheinlich bekommen. Weil ich finde, das Freudenhaus hat noch nicht vonnöten, einen zweiten Stock zu bekommen. Obwohl ich genug Holz hätte, das zu ermöglichen. Aber dann wiederum... Nee. Die können warten. Die können einfach warten. Oh, und schon habe ich keinen... Stein mehr. Ja, kein Stein mehr. Du bist der Gewinner. Kein Sand mehr. Kein Dingens. Brandon hat zum Beispiel noch kein Haus. Das müssen wir noch ändern, weil der geht nirgendwo hin. Der lebt auf der Straße, während er zu Hause ist. Dass das Bild sich immer ändert, ne? So, lassen wir das. Wird Stefanie zwar nicht so gefallen, wenn er einfach so ein... posierendes Mädchen auf der Wand klebt, aber hey, Stefanie muss mit uns leben, nicht mit ihr wie ihr. Wir mit ihr. Und wie sieht's mit unserem Sand aus? Wunderbar. 22. Geil. Einmal, zweimal, dreimal. Zack. Ne, das reicht nicht. Hätte mir aber auch so auffallen können. Was man wohl mit diesen Charts macht. Wie schönes Gedudel. Ja, es kann sein, dass ich neue Musik drin habe. Ich habe mir ganz viel Musik gedownloadet. Das heißt, wenn euch was auffällt, was neu ist, dann ist es neu. Aber natürlich sind auch noch unsere alten Songs dabei. Also nichts geht verloren hier. So, habe ich jetzt überall Gläser drinne soweit? Wo ist das unsynchron hier? Beziehungsweise asynchron, das heißt ja nicht unsynchron, heißt ja asynchron. Ich sag trotzdem immer noch den Fehler mit dem asynchron. Ich finde, unsynchron sollte man auch einführen, dass das erlaubt ist. Ja. Also ich würde mal sagen, unsere Kirche nimmt so langsam richtig herben Lauf. Vielleicht hätte man die auch ein bisschen mit Cleanstone ausverzeichnen können. Das lässt sich alles am Ende noch ändern. Falls man Vorschläge zu dieser Kirche hat, soll man mir nur mal Bescheid sagen, dann ändern wir das. Hier wäre dann ungefähr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 höher. 6 höher den Raum. Ja, das sieht doch ganz okay aus. Wenn man das dann hier so zumacht. Kann man hier so... zum Beispiel runterkommen lassen. Also das bleibt natürlich jetzt nicht dirt, ne? Das wird dann ersetzt. Aber dann sieht das doch ganz okay aus. Dann ist das auch nicht mehr so linear. Dann könnte man theoretisch aber auch... Was ist das denn hier? Habe ich das nicht geändert gehabt zu der Zeit? Kann man das nicht stehen lassen? Einmal so.
Und dann kann man das hier entfernen, glaube ich. Ja, ich mache das mit einer Spitzhacke, weil ich keine Dingens dabei habe. Also regt euch nicht auf. Das ist Absicht. Dann kann man das so machen. Ja. Dann entfernen wir die beiden auch. Moment. Hä? Dann müsste ich ja hier 4 entfernen. Ah, nee. Den hier. Den hier. Und ein Leg. Und den hier. Und den hier. So. Und vorne hat das Ding auch keine Treppen eigentlich. Machen wir das nämlich mal ordentlich. Und nicht so, wie es vorher hatte. So. Und du dürftest dich dann auch mal wieder normalisieren, indem du sowas wirst. Wenn ich dann hier noch dieses Ding wegnehme, dann wird, ist die Größe, ist die Kirche auch nicht so ungeräumig. Dann kann man hier noch so ein Kreuz hinpacken. Irgendwie. Ich hätte die um 1 breiter machen sollen. Das ärgert mich jetzt irgendwie. Dann hätte ich den Pult 3 groß machen können. Alles um 1 weiter und es wäre perfekt gewesen. Weil so breite Kreuze sehen scheiße aus. Hier habe ich doch. Habe ich zufällig Holz mit? Hätte mich auch stark gewundert. Ja, Brandon. Chillst du im Boden, ne? Ja, aber ich würde mal sagen, das war's für diese Folge. Ich meine, wir haben einiges erlebt, beziehungsweise gar nichts, aber wir haben unsere Kirche weitergebaut. Das finde ich doch eigentlich recht in Ordnung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Wenn wir wieder ein bisschen Modmania sind. Level 4er Dingens. Ich wechsle mal das Bild. Mein letzter Akt in diesem Part. Das Bild zu ändern. Ich muss noch total viele Bilder ersetzen. So. Und gute Nacht. Beziehungsweise, ja, ist ja nicht Nacht, aber bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss.